Haben die Beratungsangebote angesprochen, die werden ja laut Zahlen des IFS auch sehr gut angenommen. Sehen Sie da aber noch Potenzial, irgendwie auch die Hemmschwelle noch niedriger zu machen, dass auch wirklich die Angebote bekannter werden oder auch noch mehr genutzt werden, weil die Dunkelziffer ist ja trotzdem noch relativ hoch? Also wir versuchen über alle Kanäle das Beratungsangebot natürlich bekannt zu machen, auch über zum Beispiel diese Projekte, wie ich angesprochen habe in Bregenz, das ausgerollt wird auf Hohenems, mit allen Systempartner, Partnerinnen, dass selbstverständlich unsere Angebote angenommen werden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch im Flüchtlingsbereich, haben wir schon länger so eine Broschüre in verschiedensten Sprachen, dass Gewalt an Frauen selbstverständlich dort auch Thema ist und Hilfestellungen angeboten werden, die Nummern angegeben sind, wo man sich hinwenden kann, natürlich auch an die Polizei. Ich meine, dass man eventuell schon bei der verpflichtenden Täterberatung, das sind im Moment 6 Stunden, das merken wir, das ist zwar ein guter Anfang und wird relativ gut angenommen. Und hilft schon, das Verhalten der Täter zu verändern, aber ist natürlich für eine nachhaltige Veränderung zu wenig. Also mein nächster Ansatz ist hier auch auf der Bundesebene, das schon zu thematisieren, bei zum Beispiel Frauenreferentinnen treffen, wenn wir Landesrätinnen die Frauenministerin treffen, dass man hier den Bereich zum Beispiel auch ausbaut. Und das Unterstützungsangebot im Land, also da sind wir einfach in ständigem Austausch mit den Einrichtungen, was verbessert werden muss und vor allem auch kurzfristig verbessert werden muss, einfach damit entsprechende Hilfestellung geboten werden kann.